Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen auch für die neuen Abonnenten meines Kanals. Ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Hoffentlich, ich hoffe es. Heute gibt es wieder ein aufgebraucht Video. Ich habe einiges wieder aufgebraucht, was mich glücklich macht. Das macht halt dann Platz für was Neues oder für neue Sachen, die ich austesten kann. Wir beginnen, nachdem ihr die Glocke aktiviert habt. Im Bereich Körperpflege habe ich hier zweimal Body Shop. Das ist natürlich etwas, was ich aufgebraucht habe, bevor ich Projekt Empty gemacht habe. Und letztes Mal habe ich ja zwei Videos aufgeteilt. Ich wollte nicht noch mehr zeigen. Ich sammle die und sammle die und ja, irgendwann mal ist es einfach zu viel. Und ich will jetzt echt Platz reduzieren, deshalb zeige ich euch das jetzt mal. Von The Body Shop habe ich hier einmal Berry Bonbon und Frosted Plum. Wenn ich die Wahl hätte, es nochmal zu kaufen oder die Möglichkeit hätte oder Lust hätte, es zu kaufen, wäre es Berry Bonbon vom Duft her. Ansonsten, ich bin ja generell sehr zufrieden und sehr happy mit der Body Butter von Body Shop. Als nächstes habe ich hier von Alverde, eigentlich könnte es in ein Declutter. Das habe ich nicht aufgebraucht. Das war auch nicht verfallen, bevor es, also relativ schnell wurde es ranzig. Nachdem ich es geöffnet habe, glaube ich nach 2-3 Wochen wie gekippt. Aber das war halt die Dornröschen LE. Ich glaube, wie gesagt, aus irgendeinem Adventskalender von Alverde. Ach, bevor ich es wegschmeiße, von der Auftragung her war es eigentlich super. Die Pflegewirkung war okay. Aber wie gesagt, es ist dann halt gekippt. Ne? So, ich habe dann hier die Handcreme von Tony Moly. Die habe ich mal geschenkt bekommen in so einer Panda Edition. Die würde ich aber auch behalten. Ich gucke mal, ob ich hier die innere Dose entfernen kann. Denn die finde ich eigentlich als Deko ganz hübsch. Oder vielleicht nur den Deckel. Die Handcreme war super. Die würde ich auch immer wieder nachkaufen. Aber ich glaube, das ist nicht so gerade das günstigste. Und ich würde es nachkaufen, hätte ich nicht so viel da. Als nächstes habe ich von The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Facial Wash. Die fand ich echt auch nicht schlecht, kann ich auch nur empfehlen. Das erfrischt halt die Haut gerade jetzt im Sommer, wo es so heiß ist. Für den Winter fand ich es nicht so. Da ist meine Haut ja eh ein bisschen trocken und gereizt und da ist das nicht so zutreffend für meine Haut, sage ich mal. Aber für den Sommer fand ich den echt wirklich sehr gut. Trickle Moon Nutmeg Coffee Cake Duschcreme. Ich muss sagen, ich bin absolut kein Trickle Moon Fan mehr. Also ich war es, auch wenn dann wirklich eine sehr kurze Zeit. Einfach aus dem Grund, weil ich finde die Gerüche extrem strange und nicht so happy mit den Duftrichtungen, die es gibt. Also ich weiß nicht, habe ich keine gute Erfahrung mitgemacht. Ja gut, man kann ja auch nicht alles mögen. Aber was ich mag und empfehlen kann, ist von Avon Senses Romantic L'Amour. Das ist das einzige, was Parfüm inspired ist und es hält oberlange auf der Haut. Hat so eine Ähnlichkeit wie Chanel Mademoiselle. Und es hält wirklich sehr lange und ich finde, es pflegt auch extremst die Haut. Das kann ich wirklich empfehlen. Ich kenne jemanden, der es für 2 Euro die große Flasche verkauft. Also wenn ihr wollt, meldet euch einfach mal bei mir und ich vermittle mal. Ansonsten habe ich von Yves Rocher das Monoir de Tahiti. Da ist so eine Mini-Portion drin. Ist als Shampoo und als Duschgel geeignet und für beides verwende ich das. Ich liebe es, ich wünschte, es würde eine größere Flasche geben, weil ich finde die doch sehr arg teuer auf Dauer. Ab und zu gönne ich sie mir, wenn sie mal im Angebot ist, ansonsten halt leider nicht. Aufgebraucht habe ich auch von The Ordinary Hyaluronic Acid 2% plus B5. Kann ich nur empfehlen, finde ich toll. Ich war ja damals mit der Foundation und mit dem Primer nicht so happy. Kann ich immer noch bestätigen, dass es einfach bei mir nicht funktioniert hat. Aber die Pflegeprodukte von denen finde ich klasse und würde auch gerne ein bisschen mehr austesten. Dann habe ich hier Hyaluronic Serum von, wie heißt die Dame denn? Svenja Wahlberg, genau. Absolut klasse. Ich bin jetzt nicht der Fan von dieser Spritze. Der Effekt ist cool. Man spritzt halt jeden Morgen was auch immer so ins Gesicht. Aber ich mag es, wenn ich das Produkt sehen kann. Also da ich nicht sehe, wie viel da drin ist, ja,
switche ich halt ungern das Produkt. Also ich habe es wirklich in einem Aufschwung dann aufgebraucht, ohne abzubrechen, einfach aus dem Grund, weil ich nicht sehen konnte, wie viel ist denn da drinne. Ich lasse ja immer so die Hälfte und dann wechsle ich mal oder ein Drittel lasse ich mal übrig, je nachdem. Aber ansonsten nur das Hyaluronserum, absolut klasse und absolut auch einer meiner Favoriten. Okay, aufgebraucht, zusammen mit meiner Schwester habe ich von John Frieda Brilliant Brunette feuchtigkeitsspendende Shampoo und den Conditioner. Ich bin John Frieda Fan, ja, aber eher nur für die Volumenserie. Also ich persönlich fand das nicht so, es war gut, aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das löst jetzt die Volumenserie ab. Meine Schwester, die ja 16 ist, die fand das recht gut für ihr Haar, aber ich meine, ja, sie ist ein Teenager. Ihr Maßstab ist nicht so hoch. Genau, aber an für sich ein super tolles Produkt, wie gesagt. Aber da ich ja eher Wert lege auf Volumen und eher auf griffigere Haare wie weiche Haare, war das halt jetzt nichts für mich. Aber trotzdem, John Frieda generell eine super Marke. Zwei weitere Shampoos. Ich habe halt geguckt, was echt noch angebrochen, wo nur noch Reste drin sind. Aber ich muss aber sagen, das sind alles von meiner Schwester, die Sachen. Ja, sie kommt halt, verbringt ihre Zeit hier bei mir und dann vergisst sie es. Und dann sage ich, willst du es haben? Und dann sagt sie, nee, benutzt es. Und sie nimmt dann irgendwas nächstes Mal von mir dann halt mit und dann gleicht sich das auch schon wieder aus. Genau, also wir haben zusammen benutzt, ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt, OGX, Biotin und Kollagen Shampoo. Den fand ich echt nicht schlecht, aber ich kenne auch die anderen Produkte von der Marke halt nicht. Der war nicht schlecht, da ist Biotin und Kollagen drinne. Also das Haar hat sich schon griffiger angefühlt. Ich würde vielleicht mal gern ein oder zwei andere Linien aus dieser Reihe mal testen, von dieser Marke mal testen, um zu gucken, welches mir dann am besten gefällt. Aber schlecht ist es nicht, aber ist auch nicht günstig, soweit ich weiß. Dann habe ich von L'Oreal Botanicals, habe ich mal gekauft, genau. Und sie hat es mit mir verwendet. Ich finde es halt cool, dass es einen Pumpspender hat. Ich liebe Pumpspender. Es ist so verkalkt, sonst hätte ich gesagt, ach komm, man kann es reinigen und Shampoo auffüllen und dann immer wieder das benutzen. Die Flasche wäre aber vielleicht zu groß. Aber an für sich wirklich toll, riecht nach Lavendel und ich liebe Lavendel. Es muss auch nichts mit meinem Haar machen in dem Moment. Ich will wirklich einfach nur diesen Lavendelduft genießen. Das ist so für mich Wellness in der Dusche. Aber die ganze Botanicals-Reihe finde ich toll und gerade die Lavendellinie, klasse. Oh, jeden Moment geht Akku leer. Ich hoffe, ich schaffe noch ein paar Sachen. Also Intim Wash Lotion von Avon gibt es in verschiedenen Farben. Ich finde jetzt nicht, dass man eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Duftnuance kaufen muss. Die sind alle gut und auch mit Pumpspender. Und Avon, wie gesagt, habe ich so für mich entdeckt. Nicht alles gefällt mir von Avon, das definitiv nicht. Aber Intim Wash Lotion für 2 Euro, mein Gott. Ist nicht schlecht. Kaufe ich immer wieder nach. Die Cremeseife von Balea nach Melonenduft, die liebe ich. Ich weiß aber nicht, ob es die aktuell gibt. Ich habe halt ein Riesensortiment im Keller, die ich erstmal aufbrauchen muss. Aber Melone ist etwas, was ich immer wieder nachkaufen würde und auch nur ausschließlich kaufen würde, hätte ich nicht 1000 andere Flaschen da. Zahnpasta von Perlweiß in der pinken Variante fand ich echt gut. Ich bin gespannt, wie die anderen zwei Sorten sind, die ich zu Hause habe. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Von Tarte habe ich hier Drink of HTO Hydrating Boost. Also ich fand das überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Also ich kann es nicht empfehlen und gerade auch, wenn man sowieso Zoll und so alles bezahlen muss. Die Augenpflege ist klasse, aber das fand ich jetzt nicht so toll. Würde ich auch nicht nachkaufen. Rausgeschmissenes Geld irgendwie. Weil ich habe es dann halt nur für Dekolleté, hier diese faltigen Dinger hier, habe ich halt dafür benutzt, aber gar keine Wirkung halt gezeigt. Von Alcina habe ich hier so ein Aktivpeeling. Ja, also hier ist noch ein bisschen übrig. Es ist okay, aber
haut mich nicht vom Hocker und würde ich auch nicht nachkaufen. Ich persönlich würde es auch nicht empfehlen. Es ist halt wirklich für jemand, der wirklich einen weichen Peeling-Effekt haben möchte, dann ist es toll, für kleine Schüppchen auch toll. Aber ich muss mich ja peelen vor dem Sonnenbaden und da muss ich schon die alte Haut abschaffen, quasi wegkriegen. Und das kriege ich damit halt nicht. Also von meiner Seite aus keine Empfehlung. So, das war's dann mit diesem Video. Ich wünsche euch, ich denke mal, eine gute Woche, bis wir uns wiedersehen. Bis dahin bleibt gesund und denkt daran, wirklich die Glocke zu aktivieren und zu kommentieren und ein Like da zu lassen, um meine Reichweite auch nochmal zu erhöhen. Sie ist halt sehr gesunken, da ich eine sehr lange Zeit inaktiv war. Da würdet ihr mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Muah.